Hi, willkommen bei Europa von A bis Z. B wie Beitritt. Der Weg in die EU ist nicht einfach. Wenn ein Land an die Pforten der EU anklopft, dauert es manchmal Jahre, bis es schließlich in die EU eintreten darf. Ein weiter Weg, der von einem kroatischen Außenminister als Hürdenlauf bezeichnet wurde. Ein Land beantragt den EU-Beitritt. Ein Land beantragt den EU-Beitritt. Es muss auf dem europäischen Kontinent liegen. Es darf keinen Krieg führen. Es muss demokratisch sein. Wenn dies erfüllt ist, kann die Kommission das Land offiziell als Beitrittskandidaten anerkennen, aber ohne Erfolgsgarantie. 2004 wird Kroatien Kandidat für den EU-Beitritt. Darum bereitet es sich seit 3 Jahren vor. Und vor der Zielgeraden muss es sich noch anstrengen. Die EU bringt dem Kandidaten die Spielregeln bei. Er soll sich mit der EU-Politik vertraut machen, damit er möglichst bald in die EU-Programme einsteigen kann. Denn für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen muss der Kandidat noch mehr Bedingungen erfüllen. Die Menschenrechte respektieren. Eine solide Volkswirtschaft vorweisen, damit es mit dem europäischen Wettbewerb Schritt halten kann. In der Lage sein, die EU-Politik umzusetzen. Wenn der Kandidat nachweist, dass er diese Bedingungen erfüllt, dann können Parlament und Rat grünes Licht geben. Ein weiter Weg, wie der reinste Hürdenlauf. 2005 hat es Kroatien geschafft. Die Vizepräsidentin von Kroatien, Frau Kosor, läuft in die Zielgerade für den Beitritt. Kroatien muss sich nach besten Kräften anstrengen, um die Auflagen der EU zu erfüllen. Es muss sich nach besten Kräften anstrengen, um die Auflagen der EU zu erfüllen. Es muss einen gewissen Standard in Bereichen wie Justiz, Beschäftigung und Umwelt erreichen. Aber ein fehlerfreier Lauf ist schwierig. 2009 blieben die Verhandlungen stecken. Das Problem? Die Grenze mit Slowenien, einem EU-Land. Die Kandidaten müssen viele Prüfungen bestehen. Die 33 Kapitel der EU-Gesetze einhalten. Von Fischfang über Verkehr bis Justiz und Umwelt. 2009 bis 2011, der kroatische Außenminister Gordran Jandroković macht stetige Fortschritte. 28 von 33 Kapiteln sind erfüllt. Schritt für Schritt läuft Kroatien auf die Zielgerade zu. Aber ein paar hohe Hürden bleiben noch. Kroatien muss seine Justiz von Grund auf verändern, die Menschenrechte besser schützen und die Korruption bekämpfen. Das ist am schwierigsten. 2009 bis 2011 läuft Kroatien auf die Zielgerade zu. 28 von 33 Kapiteln sind erfüllt. Aber es fehlen eine tiefgreifende Justizreform, der Schutz der Menschenrechte und die Korruptionsbekämpfung. Das ist am schwierigsten. Aber bloß weil ein Land alle Auflagen erfüllt, hat es den EU-Beitritt noch nicht in der Tasche. Wenn das Land bereit ist, muss der Beitrittsvertrag im Rat und im Parlament verabschiedet werden. Und der Vertrag muss vom Kandidaten und von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet werden, ohne Ausnahme. Erst danach wird der Beitrittskandidat EU-Mitglied. Heute hat die EU 27 Mitgliedstaaten, bald sind es 28. Mit Kroatien, es hat den Beitrittsvertrag im Dezember 2011 unterzeichnet. Und bald reiht sich Island ein. Und die übrigen Balkanländer möchten auch eintreten. Von 2015 bis 2020 wollen die Balkanländer in die EU eintreten. Ob die Türkei aufgenommen wird, ist vorerst nicht geklärt. Tschüss!